magisches Schloss. Oh, was sind denn bloß diese Süßigkeiten? Oh, irgendwo müssen die doch sein. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, die Irene. Na Steffi, weißt du schon wieder nicht, was du anziehen sollst? Oh, hallo Irene, nein, ich bin auf der Suche nach Kens Süßigkeiten. Er ist auf einer Diät. Aber ich bin mir sicher, dass er heimlich was nascht. Oh, während einer Diät was naschen. Gemeingefährlich. Hier ist leider auch nichts. Vielleicht in der Schublade? Nein. Na, hab ich's doch gewusst. Irene, ich hab sie gefunden. Aha. Und was machst du jetzt damit? Also das bringe ich erstmal in die Küche. Und jetzt müssen wir ihm eine Lektion erteilen. Willst du ihm vielleicht diese Gummispinne reinlegen? Ach genau, Irene, das ist das, was wir brauchen. Er hat nämlich Angst vor Spinnen. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Steffi, Schatz, ich bin zu Hause. Versteck dich! Steffi! Steffi! Wo sind meine Bonbons? Ken, keine Panik! Ken, das ist keine echte Spinne, die ist aus Gummi. Boah, wieso hast du das gemacht? Du hast mich erschrocken. Wieso hast du dort Bonbons versteckt? Du bist doch auf einer Diät. Papp, ich treibe so viel Sport, ich kann mir ab und zu ein Bonbon gönnen. Oh, und was für Sport treibst du denn, Ken? Na, Cybersport natürlich. Computerspiele. Schluss mit lustig, Ken. Lass uns ein bisschen Yoga machen. Boah, Steffi, bloß nicht heute. Oh, na gut. Lass uns mit der Lotus-Position beginnen. Ganz einfach. Oh nein, 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 nein. Und jetzt Atra Mukha Svanasana. Ich bin nicht so dehnbar. Atra Mukha, was? Jetzt in die Kriegerposition. Schau mal, Sternfischposition. Und jetzt hoch mit dem Bein. Das werde ich gar nicht erstmal probieren. Ken, du gehst einfach gleich zur Shavasana über. Ja, ja, Ken, du Sportskanone. Ach komm, Steffi, vielleicht ist Yoga einfach nicht so sein Ding. Ich bin effektiver im Gewichteheben. Wow! Steffi, hast du das gesehen? 18, 19, 20! Was für ein Macho-Zeug! Ja, so eine Art Fitness gefällt mir. Nein, so geht das nicht. Wir brauchen eine Sportart, die uns beiden gefällt. Wie wär's denn mit... mit Schwimmen, Ja, warum nicht? Ich mag es zu schwimmen. Und ich habe mir vor kurzem einen neuen Badeanzug gekauft. Wow, Leute, ihr seid ja schnell. Ach, Irene, danke, dass du uns geholfen hast, eine Sportart zu finden, die wir beide mögen.
Ja, danke. So macht das viel mehr Spaß. Gern geschehen. Und was ist deine Lieblingssportart? Folg diesem Kanal und schau dir das nächste Video an. Wir sehen uns beim nächsten Mal.